Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Heute geht es um. Ja, in meiner Forschung über die verschiedenen Arten, Strömungen von Neopaganismus und so weiter bin ich auch noch mal bei Wicca hängen geblieben. Da gibt es auch zu sagen, zum Beispiel, was typisch für Wicca ist. Es gibt feste Rituale, Hierarchien, Coven, ja, Priester, Priesterin, und dann geht es weiter runter, ne? Dann die verschiedenen Grade, die man erwerben muss, bis zum Hohepriester, dann das feste Regelwerk, dem man sich unterwerfen muss. Magie an sich ist erstmal eher so Nebensache. Ja. Initiierung und Weihe, ja, Einweihung. Meist ist man nackt in Ritualen. Es gibt auch spezielle Ritualkleidung. Teils wird gesagt, wer Hexe ist, kann kein Wicca sein und wer Wicca ist, kann keine Hexe sein. Aber ich finde es vernünftiger, man kann davon sich was herziehen. Warum sollte man keine magische Praxis machen, die nicht anders ist wie in den Hexenritualen? Ja, die Feste werden ja genauso gefeiert und die Rituale genauso gemacht, nur dass halt dann am Ende noch ein bisschen Brot und Wein ist, dann noch hier der Priester rumhüpft und dann der rumhüpft und das im Coven gemacht wird und da eine große Zeremonie daraus gemacht wird, ja, was länger geht, dann wird wie das Brot gebrochen und verteilt, jeder trinkt aus dem Kelch und so. Ja, warum sollte das nicht gehen, ne? Wicca wird auch immer Craft of the Wise, ja, genannt. Ja, das ist so, das wie oben so auch unten, also wie Kosmos, ja, im Großen, wie im Kleinsten, ne? Also Mikrokosmos, Makrokosmos so in die Richtung. Ja, die Ordnungsprinzipien, ja. Alles in der Welt ist lebendig und beseelt. Das sehe ich auch so. Ich bin aber Hexe und nicht Wicca. Bei Hexe kann man jetzt ganz speziell sagen, sie sind sehr frei im Tun, ja. Haben keine Regeln, denen sie sich unterwerfen müssen. So gesehen, außer diese menschlichen Dinge, da habe ich ja auch schon drüber gesprochen, wie dass man keinen schaden sollte. Das sagt schon das Grundgesetz, das Strafgesetzbuch, ja. Ich kann nicht sagen, ja, weil ich jetzt Hexe bin, kann ich jemanden verschlagen und mir passiert nichts oder sowas in der Richtung, ja. Es gibt auch keine Hierarchie. Jeder ist gleich viel wert, egal ob männlich, weiblich, groß und klein. Als Hexe kann man Magie leben. Das versuche ich auch mit den Videos aus der Reihe Hexentum ausleben zu erklären, ne, wenn ihr da mal reinguckt. Ja, und wie gesagt, so Hexen haben halt den gleichen Wert. Ja, das sind noch so die Infos, die ich noch ein bisschen so nachschieben möchte, wo man das so ganz genau kategorisieren kann. Das ist Wicca, das ist Hexentum. Und dazwischen liegt schon auch noch was. Klar. Also, bis dahin. Tschüss.